Hallo, da sind wir wieder und wie ihr seht, habe ich mir schon ein schönes neues Outfit gemacht. Olli, was hast du jetzt inzwischen so gemacht? Geparkt. Geparkt. Komme. Guck. Schön, oder? Ja. Ah, was hast du gemacht? Hast du... Ich habe gar nichts gemacht. Alarm. Ich glaube, ich habe vergessen zu bezahlen. Olli, du kannst doch hier nicht stehen bleiben. Was machen wir jetzt überhaupt? Weiß es nicht. Lass mich mal einen Blick riskieren. Wir machen jetzt die traurigste Mission. Du bist ein Arsch. Die Mission, die wir jetzt machen, die hasse ich. Okay. Wegen dem Ende. Da muss ich dann noch was zu sagen, wenn wir am Ende sind bei der Mission. Erinnere mich mal dran. Es ist nämlich eine interessante Information für alle Saints Row Fans. Fährst du? Na klasse Leute, ich glaube Olli ist wieder weg. Oder? Es sieht so aus. Er ist komplett weg. Na gut, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn Olli wieder da ist. Komm womit, wo du nicht aufsteigen kannst. Ja, Olli ist wieder da, Leute. Ich hol den jetzt gerade ab, aber er kommt mir entgegen, wie es aussieht. Ja. Dann dürfen wir die Mission nochmal machen. Diesmal liegt's aber nicht an Olli. Halt's Maul! Diesmal Psst! Du weißt, warum ich die Musik Kannst du mich jetzt mal reden lassen? Ja, Leute, diesmal tut es mir persönlich leid, weil heute liegt's an meinem Internet. Ich verzeihe dir. Ja, jetzt komm runter! Du darfst auch fahren. Au! Du kannst mein Auto fahren. Ja. Ja. Na gut, dann fahr ich halt vor. Piss. We waited long enough. Now we go for the rent. Whee! Ich muss wohl sagen, ich fliege. Achso. Whee! Hey, wir sind ja schon da, cool. Erster. Hey! Meins. Schwul! Ich sehe so dämlich aus. Oh, noch gar nicht gesehen. Ja, musst du nachher mal gucken, das ist so krank. Das ist so krank. Auf Musik, ja. Ich geh grad kaputt. Ist das krank? Das war ich nicht. Nicht laden. Geht's als Leid. Guck dir mal die Flosse auf dem Kopf an. Wie die Flosse hin und her wackelt. Ist das krank? Zum Glück hast du meine Schuhe nicht gesehen, oder? Du fährst. Guck dir meine Schuhe an. Tschüss. Ich fahr. Ich hab Spaß. I know. Ich würde ja auch gerne damit fliegen, aber ich habe ja die Pissplagen am Hals. Warum hörst du die Stimme, wo ich voll weit weg bin? Es geht dich nichts an. Musst nicht alles wissen. La, la, la.
WTF? Hä? Was war das nochmal? K12 war das mit Elektro, ne? K12, ja. 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 Au. Donut! Bin da, wenn auch. Ich nicht. Weg! Soll ich warten auf euch? Ja. Wo muss ich rein? Wo muss ich rein? Hallo! Erster! Au! Geh weg da! So, da sind wir. Hallo. Entschuldigung. Also ich kann hier mit schießen. Ah! Hilfe! Ich brenne! Au. Moment, ich komme! Schwul! Hast du das gesehen? Nee, nicht ganz, aber gehört. Hallo! Die Scheiße. Geh weg. Ah, zielt auf mich. Das ist der da, wo ich die Granate hinwerf. Vorsicht, Patty Pat. Ah, der ist voll fett. Das ist voll gemein, dass wir die Mutanten-Typen da jetzt Patty Pat nennen. Ja, ne? Hoffentlich sieht er die Videos niemals. Der ist eh doof manchmal. Ja. Zum Beispiel, wenn der Minecraft-Server kaputt macht. Ja. Elender Griffer. Ah, Patty Pat will mich hauen. Er hat's gehört. Nein, lass mich los. Ich kann dich nicht retten. Au, 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 au. Patty Pat, au. Nein, 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 nicht schon wieder! Hat mich schon... Au! Au! Ich kann dir gerade nicht helfen, aus persönlichen Gründen. Okay, ich helfe, ich helfe. Ah, ich helfe nicht. Tschüss, Paddy. Au! Oh Gott! Guck mal, der hat sich wehgetan. Meiner. Blom. Puff. Ach. Bumm, mach bumm. Ich glaube, wir haben Pedipet getötet. Ja, da kann ich nämlich schon mal vorher ein... Obwohl, Olli, kann ich spoilern? Nein. Okay, dann warte ich damit noch. Ich mag Spoilers nicht. Bis hierhin habe ich noch nie gespielt. Die Mehrzahl von Spoiler ist nicht Spoilers. Spoilers. Was denn überhaupt? McDonald'sen. Ach ja. Hä, mach die Bombe scharf, hier steht nicht mal einer, aber okay. Ja, wirst du ja dann hören. Komm mit. Bevor die Mission vorbei ist, sage ich das dann, was ich sagen will. Okay. Sicher bin ich mir nicht ganz, aber so ziemlich, dass das so ist, wie ich denke. Guck, das ist das Erste, was wir uns merken müssen. Philipp Lorraine weiß jetzt schon, dass wir da sind. Merkt euch das einfach mal im Hinterkopf. Okay. Und merkt euch auch, wie viel Zeit wir brauchen, um zu ihnen zu kommen. Hallo. Hallo. Alle meine Engine. Was ist das? Was? Was da? Wo? Guckst du? Das sind Patty Pets. Die werden hier gezüchtet. Okay. Echt jetzt? Ja. In jeder dieser Kugeln hier an der Decke ist ein Patty Pet. Das ist so eine Art wie M&M's, Smarties, Patty Pet. Patty Pet in der Tube. Das erinnert, diese Kapsel erinnert mich irgendwie an Resistance. Kennst du? Resistance? Sag mir gerade. Spiel, wo so Aliens auf die Aliens sind scheiße. Züchten.
Was Menschen machen, die dann Aliens irgendwie? Nein. Hallo. Tschüss. Ich habe ein Hai auf dem Kopf. Oh nein. Olli, pass auf. Das ist ein böser Pettibett. Hab ich eine Schrotflinte? Hab ich eine Schrotflinte? Ich hab eine Schrotflinte. Ah. Ziel auf den Tank. Versuch auf den Tank zu zielen. Aha. Sein Tank ist auf dem Rücken, oder? Ja. Und dann soll er aufhören, sich zu drehen. Au! Betty Bat ist tot. Meiner. Böse. Ich will auch einen. Du brennst. Mm-mm. Hörst du auf? Ja. Muss ja nicht gleich böse sein. Ey. Ja. Mein Raketenwerfer, Flammenwerfer. Au. Komm. Ah. Spreiß deine Beine! Guck mal, guck mal. Oh. Siehst du, wie lange wir brauchen? Wir sind immer noch nicht bei Philipp Lorin. The hell is all this? Wisst ihr das? Schwul! Hallo. Philipp likes his things custom made. And for his brutes, I am the master pattern, you see. Who's Kaya? Why are you still strung up if they already cloned your ass? Olli, ist das dein Papa? Nee, mein Papa ist nicht so groß und fett. Und sieht auch nicht so scheiße aus. Schwul! What could he do anyway? Those wires and shit are probably keeping him alive. Trust me, I'm still strong enough to kill Philippe. Woohoo! Gehört er jetzt uns? Yep. Das ist meiner. Darf ich ihn behalten? So, ich glaube, ich kann jetzt gleich schon anfangen, drüber zu reden, würde ich denken. Klamotten, keine Zeit. Das sage ich auch, wenn ich das nächste Mal in die Schule gehe. Peter, müsstet ihr nicht was anziehen? Mama, keine Zeit! Gib Peter deine Klamotten, keine Zeit. So, okay, Moment. Also, ihr seht ja, wir brauchen ziemlich lange, um überhaupt zu Philipp Lorin zu kommen. Das heißt, wenn wir ihn gleich treffen, das ist meine Vermutung, ist es schon gar nicht mehr der echte, sondern ein Klon. Weil er ist in einer Klonfabrik und das Wichtige ist, im Flugzeug haben wir den ziemlich vermöbelt, er hat keinerlei Wunden, nichts. Und seht euch mal die Hautfarbe an. Als wir ihn das erste Mal sehen, hat er graue Augen und jetzt auf einmal braune. Merkt euch das mal. Und er hat keine Narben und... Wenn ihr am Anfang im Flugzeug ein Bild von ihm macht, hat er unter dem linken Auge eine V-förmige Narbe. Die ist jetzt auch weg. Das heißt, meiner Meinung nach ist das wirklich ein Klon und Philipp Lorin ist am Leben und mit dem werden wir Spaß im vierten Teil bekommen. So, ich bin fertig. Sieg, Peter! Jo! Ganz sicher bin ich mir, das war nicht, aber ziemlich. Heil dir, Peter. Ich krieg alles mit. Hallo, du brennst! Hallo, du brennst auf. Oh, du bist so ein Nachmacher. Ey, du brennst! Du brennst, du brennst, du brennst! Fett nackig! Okay, wir können weiter. Jetzt hat er eine Feuerhose an. Wir haben ein Problem. Lauf. Lauf. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ey! Jetzt wird's lustig. Seht's euch an, seht's euch an. Jetzt kommt's gleich. Guckt, keine Narben. Und hier sieht man leider nur, wenn man ein Foto macht, aber er hat eine andere Augenfarbe. Er hat jetzt graue Augen. Am Anfang hatte er noch bräunlichere. Es liegt auch nicht am Licht, weil am Anfang war genauso rötliches Licht, weil das Flugzeug war rot, ne, Olli? Mhm. Hallo.
Während der Klon nämlich runterfährt, wird der Echte schon längst auf dem Dach mit dem Helikopter abgeholt worden sein. Alles streng geheim und so. Bin ich mir ziemlich sicher. Peter? Ja? Heute für die FBI, los. Was soll ich machen? Du sollst für die FBI arbeiten. Achso, ja, ja. Ah! Falls ihr das auch so seht wie ich, schreibt mir das in den Kommentaren. Ich hätte gerne noch ein paar Leute, die diese Meinung auch verteidigen. Weil ganz sicher bin ich mir selber noch nicht, aber wenn das noch mehr sagen, dann... Betty kommt. Wir spielen jetzt kein GTA mit dir. Geh weg! Auch kein Minecraft. Ja, da darfst du eh nicht mehr drauf, du Creeper. Ob Betty Bett uns hasst? Ah! Das war garantiert ein Klon, ich bin mir sowas von sicher. Kaputt. Diese dämliche Haiflosse. LOL! Na ja, gut. In die Luft jagen oder aufheben? Was denn? Wenn wir es aufheben, dann bekommen wir Geldbonus. Wenn wir es in die Luft jagen, bekommen wir Respektsbonus. Ah, du hast einfach mal was gemacht. Ich was hab immer Geld du gemacht genommen. Hast. Ach so, sehr schön. Danke, Olli. Bitte. Müssen wir jetzt was anziehen? Keine Zeit. Wieder guckt. You'd prefer a more manly shade, like purple. Alter, willst du mich verarschen? Noch so ein Ding. Neu. Ich hab Level 9. Ich bin Level 7. Ja, dafür hast du mehr Geld als ich. Bargeld. Weil ich zu viel tune, ich muss mal aufhören damit. Ah, deshalb hast du auch so viel Respekt. Für Tuning bekommt man Respekt. Echt? Ja. War zumindest im zweiten Teil so, war hier glaube ich auch so. War das nicht so, mit Respekt kann man sich Geld holen, mit Geld kann man sich Respekt holen? Nein. Das war doch so, irgendwie hat mir mal einer erzählt. Wenn man viel Respekt hat, bekommt man mehr Geld. Moment. Nein, wenn man sich Klamotten kauft oder tuned, bekommt man Stilpunkte. Und für Stilpunkte bekommt man mehr Respekt und den Respekt hat man gebraucht, um Missionen spielen zu können. Okay. Guck mal! Das ist jetzt übrigens wieder in Steelwater. Musste ich dreimal durchspielen, um das zu kapieren, dass wir jetzt in einer anderen Stadt sind. Oh, kaputt. Den finde ich cool. Time for the high spot, boys. Das ist Gronkh. Ja, der kann ja auch nicht den ganzen Tag nur Minecraft zocken, ne? Das ist Gronkh. Ja, was, weil du so eine tiefe Stimme hast. Ja, gut. Dürfen wir den seinen Namen überhaupt erwähnen oder ist das geschützt? Das darf man erwähnen. Achso, okay. Gronkh! Dem ist es ja egal, wenn dir einer unter die Kommentare schreibt, hast du von Gronkh nachgemacht, ne? Darfst du Gronkh anschreiben und sagen, ja, der und der hat mir einen Kommentar geschrieben, dass ich dir nachgemacht habe und dann blockt er den. Nicht, dass dann so ein komischer Typ kommt wie dieser, wie heißt der? Windkiller oder so, der da macht, lass Gronkh in Ruhe. Der ist total krank, der Typ. Kennst du das Video? Gronkh ist eh nicht der Tollste. Naja. Ja, aber ich finde den lustig von den Liedern her und so. Ja, aber der wird nach einer Zeit wird er langweilig. Ja. Aber die Stimme ist cool. Kennst du einen Quantum Pro? Alter, können wir mal aufhören darüber zu reden? Wir spielen hier gerade ein Spiel. Ach ja, genau. Auf jeden Fall, ich fand den Post toll. Ja, ja. Mach's weg! Can you believe this? On my husband's bridge!
Die war auch schon in Saints Row 2 da. Für die musste man mit dem Truck durch die Stadt fahren und alle Häuser mit Scheiße besprühen. Prost. Nächster Part. Aber du musst auch Schüsse. Mach ich. Komm, wir stellen uns da vorne hin. Achso, wir sind noch gar nicht fertig. Wir machen trotzdem Schnitt. Nicht einsteigen, komm her! Noch nicht. Bist du ein Penner? Na gut, dann komme ich halt ins Boot. So, nicht losfahren. So, Leute. Jetzt haben wir wieder eine Weile gespielt. Das reicht für diesen Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.